Ein Platten. Sowas passiert immer genau im falschen Moment. Hallo, schön, dass du da bist. Wenn man merkt, dass man hinten im Reifen Luft verliert oder der Reifen schon ganz platt ist, dann kann man immer noch mal versuchen, noch mal Luft nachzupumpen, um so noch sich gerade so nach Hause zu retten oder zur nächsten Werkstatt. Wenn das aber gar nicht hilft und die Luft immer sofort wieder weg ist, dann hilft nur noch eins: Schlauch wechseln. Das machen wir jetzt mal Schritt für Schritt fürs Hinterrad. Optional auch gleich noch mit Wechsel des Mantels, wenn man mal beides wechseln will. Was du dazu benötigst, ist ein Ersatzschlauch, Luftpumpe, Reifenheber, eventuell Arbeitshandschuhe und was du bei deinem Rad noch für die notwendige Lösung der Schrauben an passenden Werkzeugen brauchst. Ich gehe von herkömmlichen Reifen mit Schlauch aus. Bei der Kettenschaltung gehst du vorne auf das kleine Blatt und hinten auf das kleinste Ritzel. Bei einer Nabenschaltung stellst du einfach einen mittleren Gang ein, dann liegen die Züge günstig zum Arbeiten. Wenn du einen Kettenschutzblechkasten verbaut hast, musst du erst alles abschrauben, was da im Weg ist, damit du an die Teile rankommst, ans Ritzel und die Kette. Wenn dein Rad einen Rücktritt hat, musst du noch die Befestigungsschraube der Rücktritthalterung an der Seitenschraubstrebe entfernen. Die Felgenbremsen öffnest du, hier bei der mechanischen. Und so sieht das an der hydraulischen Felgenbremse aus. Am besten ein bisschen rausnehmen, dass das Rad Platz hat, nach unten rausgenommen zu werden. Nun löst du die Achsbefestigung. Das sind entweder Schnellspanner wie hier. Da klappst du den Hebel um und löst die Achsschraube einige Umdrehungen. Dann kannst du das Fahrrad anheben und einfach das Rad nach unten rausnehmen. Dabei nimmst du einfach die Kette vom Ritzel. So wie hier. Schon ist das Rad ausgebaut. Bei der Nabenschaltung löst du erst noch die Schaltzüge, damit du dann das Rad nach unten rausnehmen kannst und die nicht noch festhängen. Dann löst du nur die Achsschraube. Als einzige Schraube musst du die losdrehen. Ein paar Umdrehungen, dass das Rad locker dann rausgleitet. Ich habe da noch so einen Pitlock drin, damit man nicht so leicht das Rad abgestellt ist, es klauen kann, die Narbe. Deswegen ist das ein bisschen fummelig. So, und dann kannst du einfach das Rad anheben, die Kette vom Ritzel nehmen, so wie hier, und schon ist das Rad auch ausgebaut. Bei Scheibenbremsen den Bremshebel nicht betätigen, wenn das Rad ausgebaut ist, oder einen Chip zwischen die Bremsbacken legen, dann kann da auch nichts passieren. Wenn es doch mal passiert, hebelst du die Bremsbacken mit dem Schraubenzieher vorsichtig wieder rein. So, das Rad ist ausgebaut. Jetzt kannst du das Ventil ganz aufschrauben und abschrauben und auch die Ventilhalteschraube dann runternehmen. Dann kannst du später den Schlauch rausnehmen und die Luft entweicht komplett aus dem Rad. Jetzt fängst du auf der gegenüberliegenden Seite vom Ventil an, den Mantel von der Felge zu drücken, entweder mit der Hand, so wie ich hier, da geht es ganz ohne Reifenheber. Wenn das zu stramm ist, nimmst du die Reifenheber zur Hilfe und dann rutscht er runter. Das erste Stück ist das schwierigste, danach wird es einfacher. Wenn du nur den Schlauch tauschen willst, lässt du eine Seite des Mantels auf der Felge. Ich wechsle hier auch den Mantel, dann geht das gleich in einem durch und ich kann beide Seiten runternehmen.
für die zweite Seite brauche ich hier auch einen Reifenheber, das sitzt irgendwie zu fest. Aber da löst er sich schon und kann jetzt kann die Felge aus dem Mantel genommen werden und der Schlauch hängt dann noch am Ventil drin. Und den kannst du auch einfach rausnehmen und wenn du beides wechselst, sonst wie gesagt eine Seite drauf lassen. Als nächsten Schritt unbedingt die Innenseite des Reifens und der Felge prüfen und sauber machen. Wenn da irgendwie ein Nagel, Splitter oder Dorn oder was im Reifenmantel ist, dann muss der natürlich raus, bevor man den neuen Schlauch wieder montiert. Ich entfalte hier erstmal den neuen Mantel, damit ich gleich die Felge da reinstellen kann und den Mantel, die eine Seite des Mantels auf die Felge hebeln kann oder drücken kann. Dann ist das der Zustand, den du hast, wenn du nur eine Seite von der Felge gehebelt hast, um den Schlauch nur zu wechseln. So, hier suche ich jetzt gerade innen die weiße Markierung. Das ist bei Rennreifen zumindest so, dass man da so einen weißen Punkt innen in der Lauffläche hat, der da reingeklebt ist. Das ist der leichteste Punkt des Reifens und der muss dahin, wo das Ventil sitzt, damit der Reifen schön rund läuft. Wenn du einen neuen Mantel aufziehst, gegebenenfalls auf die vorgeschriebene Laufrichtung achten. Das ist nicht bei allen Mänteln so, aber die meisten haben eine vorgeschriebene Laufrichtung. So, das letzte Stück ist immer so ein bisschen das, wo man es mit etwas mehr Kraft über die Felgenkante rüberheben muss, die Reifenflanke. Aber hier geht das, die eine Seite geht auf jeden Fall ohne Reifenheber. Und gibt irgendwann nach und rutscht rein. So, jetzt ist der Reifen praktisch in dem Zustand, als wenn du nur eine Seite vom Mantel von der Felge gelöst hast und den Schlauch rausgenommen hast. Und gereinigt. Und dann kommt der neue Schlauch rein. Dann führst du den Schlauch vom Ventil ausgehend in beide Richtungen um die Felge herum in den Reifen ein. Ich beschleunige das hier mal so ein bisschen. Und damit da nichts verdreht oder eingeklemmt wird, kannst du ein klein wenig Luft in den Schlauch pumpen, dann macht es dir das ein bisschen einfacher. Wenn der Schlauch dann sauber drin liegt und nicht verdreht oder geknickt ist, kannst du den Mantel ausgehend von der dem Ventil gegenüberliegenden Seite wieder auf die Felge bringen. Du nimmst die gegenüberliegende Seite des Ventils, weil der Reifen, also der Mantel, da tiefer ins Felgenbett reinrutschen kann und dann gehen die letzten Zentimeter etwas einfacher. Bei den letzten Zentimetern nimmst du auch, wenn es mit der Hand nicht mehr geht, die Montierhebel und dann kannst du den Reifen wieder aufpumpen. So, der Mantel ist wieder drauf. Jetzt können wir das Hinterrad wieder einsetzen. Da sind die Montagehandschuhe von Vorteil. Dabei muss der Reifen oben zwischen die Bremsbacken der Felgenbremse und unten in die Achsaufnahme vom Rahmen. Mit etwas Geduld rutscht es dann rein. Und die Kette nimmst du einfach mit der Hand und führst sie über das unterste Ritzel. Ja, oben und unten zu koordinieren, das hakt manchmal ein wenig. Da muss man ein bisschen mit ein wenig Gefühl das dann da wieder rein gleiten lassen. Ja, man sieht, da ist er, jetzt ist er drin. So, also mit ein bisschen Geduld flutscht das. Dann wieder die
die Schraube handfest anziehen, die Achsschraube und den Schnellverschluss schließen, sodass er mit der Hand mit einem leichten Widerstand zu schließen ist, also nicht zu fest anknallen. Kannst du damit der gegenüberliegenden Schraubenseite dann so ein bisschen nochmal anpassen, korrigieren, dass das so die richtige Spannung hat. Dann die Hinterradbremse betätigen, also erst wieder schließen und dann betätigen, dass sie sich zentrieren kann und schauen, ob der Reifen rund läuft und sauber auf der Felge ist und nirgendwo was schleift. Fertig. Bei der Nabenschaltung geht es im Prinzip genauso. Rad wieder einfädeln und dabei die Kette auf das Ritzel heben. Oben muss der Reifen zwischen die Bremsbacken und unten muss er dann da irgendwo reinflutschen. Das ist nicht immer so ganz easy, weil das recht knapp sitzt, aber es funktioniert. Es ist auch, was rausgekommen ist, kommt auch wieder rein. So, nochmal richtig aufs Ritzel legen, so. Und jetzt alles einführen und die Schrauben wieder anziehen. Dann können die Schaltzüge wieder eingehängt werden. Wenn das geschehen ist, kannst du die Felgenbremse wieder aufstecken. Dabei darauf achten, dass dann die Bremsbacken wieder genau auf der Felge aufliegen. So. Dann schließen und betätigen, damit sie sich zentriert. Und auch hier wieder den Rundlauf prüfen und dass nichts schleift oder klemmt. Wunderbar, alles läuft. Fertig! Du hast erfolgreich den Reifen repariert. Schon kann deine Reise wieder weitergehen. Wenn das nützlich war, freue ich mich sehr über ein Abo und ein Like. Wir sehen uns im nächsten Video.